Were you gonna make $20,000 to pay these people? No. I was working. There was, you can't afford $20,000 in back rent. This was gonna happen. You need to calm down. Now we know the deadline to be out. It's Sunday. I can't breathe. Mädels zusammen. Und willkommen zur ersten Folge aus diesem neuen Format, die Maskenrundschau. Und ich will erstmal so einen kleinen Disclaimer zu der ganzen Sache abgeben und auch zu dem, was ihr in folgenden und auch dieser Folge sehen werdet. Und zwar eins mal vorweg, es kann immer wieder sein in diesem Format, dass wir Dinge sehen oder uns Dinge auch anschauen, die vielleicht Menschen in irgendeiner Form triggern könnten, die Opfer davon geworden sind, also von jeglichen Dingen, Missbrauch, Gewalt und so weiter und so fort. Also kleiner Disclaimer einfach an die Personen, die ja vorbelastet sind in irgendeiner Form oder dadurch getriggert werden können. Macht euch bereit, Dinge zu sehen, die sehr unangenehm sind, rassistische Ausfälle, Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern. Ich meine jetzt nicht körperlicher Natur, aber halt anderweitiger Natur, schlimme Wohnzustände, schlimmes Verhalten, gewalttätiges Verhalten unter Ehepartnern und so weiter und so fort. Also wenn ihr damit wirklich aus begründeten Dingen ein Problem habt oder euch das in irgendeiner Form triggert, kann es natürlich sein, dass das jetzt nicht so das Format für euch ist. So viel zum Disclaimer vorweg. Es ist mir einfach kurz wichtig, das zu erwähnen. Gehen wir mal so ein bisschen rein in das, was hier in Zukunft passieren wird. Ich denke mir, das macht ein bisschen Sinn, das nochmal aufzugleisen. Und zwar eben, ich möchte ein bisschen weg vom Drachen, weil ich finde, der Drache ist zwar ja eine Lolkau, ganz klar, aber bestimmt nicht die abgefahrenste und heftigste Lolkau im Internet. Und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie man in diesem Format oder was man da als erstes nimmt. Und da kam ich relativ schnell zum Entschluss, dass es sinnvoll ist, vielleicht eine Person herauszunehmen, die Rainer sehr, sehr ähnlich ist. Also einerseits in den Dingen, die sie macht und andererseits, die Rainer aber auch in ganz vielen Dingen weit, weit überbietet. In Art der Krassheit oder auch in Form der Straftaten, die sie begeht und so weiter. Da man dann doch nach großflächiger Beobachtung des Internets und verschiedener Lolkaus, finde ich, ganz schnell sagen kann, Rainer ist eine Lolkau, Rainer ist heftig, aber Rainer ist halt keine Horrorkau, wie man dann andere gern bezeichnet. Rainer ist auch wirklich harmlos. Rainer ist ein Chorknabe, sagen wir es mal so. Viele werden jetzt aufschreien und werden sagen, nee, der Rainer ist ganz schrecklich und das ist die schlimmste Person, die ich jemals im Internet gesehen habe. Aber euch sei gesagt, bleibt dran, bleibt gespannt. Alles, was wir in der vermutlich nächsten Stunde angucken werden, überbietet Rainer in allen erdenklichen Formen. Bevor ich jetzt zu viel laber, würde ich sagen, gehen wir rein ins Intro und starten dann los. I'm told that I'm suck. I tell that I'm a loser. I get told, get a job. And it's like, I have one. That's all I've been doing lately is working. And working. And working. And working. And hustling. And working. That's all I've been doing. While seeing going in the red even more and more and more. And I'm like, Jesus Christ. Ja, und willkommen zurück. Wir starten rein und am Anfang macht es natürlich immer ein bisschen Sinn, die Anfänge zu beobachten. Wir reden heute über Shelly for Christ, The Lolkau, wie ich sie gerne nenne. Und am Anfang muss man erstmal sagen, wie ging das los? Also wo hat Shelly gestartet? Shelly startete wahrscheinlich im Juni 2014, also ihr YouTube-Kanal zu diesem Zeitpunkt bestand schon etwas länger, aber wirklich präsent im Internet war sie dann ab dem Juni 2014 durch ihren ersten Auftritt bei den Drunken Peasants als Lolkau. Die Drunken Peasants haben damals ein Internet-Talk-Format geführt über einen Livestream, wo sie verschiedene Gesprächspartner eingeladen haben oder sich auch mal Dinge reacted haben, ihre Meinung geäußert haben. Mein Ding war es nicht so ganz,
aber es hat große Beliebtheit in den USA gehabt oder in englischsprachigen Ländern, da dann auch immer mal wieder, ja, so Personen wie Shani aufgetaucht sind, die halt einfach als Lolcow und ein bisschen als Aufhänger in den Serien gedient haben. Shani ist dann aber auch dort relativ schnell krass aufgefallen. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Oh. Use your word, bitch. Anyway. Come on. Hi, Shannon. The floor is yours. I don't believe... spaces the way they claim it to be. That guy. I don't care what science says. Frankly, I don't give a damn because I believe it's all controlled by the big old Satan right now. Big old so Satan. She doesn't believe in science because I believe it's controlled by the big old Satan right now. Do you believe the moon exists, or is that not real? I believe the moon is a light source. A big piece of rock? Wow, so it's not a piece of rock. Und diese Aussagen hat sie eigentlich andauernd getätigt, also wie jetzt eben hier, der Mond ist nicht echt. Es gab diverse Aussagen, die Erde ist flach, Dinosaurier gibt's nicht, die Schöpfungslehre ist die einzig wahre Lehre. Also klar Dinge, die alle dem christlich-fundamentalistischen Bereich zugeordnet werden können, dem Shani auch ja erstmal praktisch vorweg gesehen angehört. Also Shani ist bestimmt eine fundamentalchristliche YouTuberin, da kann man sie erstmal einkategorisieren. Im späteren Verlauf ändert sich das aber meiner Meinung nach schon stark. Shani hat dann da reingestartet, hat relativ schnell an Aufmerksamkeit erhalten und hat dieses Momentum natürlich auch für sich genutzt und verarbeitet. Wir sehen dann im späteren Verlauf, vor allem dann ab dem Jahr 2019, da ist dann so ihr großer Start sozusagen in die YouTube- und Internet-Community. Es gab dann verschiedene Episoden und zwar einerseits hat es dann relativ schnell angefangen, dass sich Shani online dann als Mitglied der LGBTQ-Community zugezählt hat und damit sehr stark polarisiert hat, weil sie natürlich ein sehr verschrobenes Bild von einer gesunden Sexualität hat als fundamentale Christin und natürlich auch wiederum dadurch in ihrer eigenen Community, also der Fundi, ich nenne sie jetzt einfach mal der Fundi-Community, relativ negativ aufgefallen ist, da es ja schon ja, ein Widerspruch ist, einerseits fundamental christlich zu sein und andererseits sich ja als bisexuell sozusagen zu outen. Da merkte man schon, dass Shani sehr darauf hinarbeitet, zu polarisieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein kleiner Ausschnitt aus dieser Zeit folgt hier. Would you tell another C what is Christian about not getting your prayers answered? Oh, Christians are the worst in the world. I'll tell you, they are the worst. They make promises to you and then they break them. I don't want to be lonely anymore. I want to be happy. I want to be cherished. Und dieser Backlash und auch die davor hergegangenen Streams mit den Drunken Peasants, die sich dann nicht nur im Juni 2014 abgespielt haben, sondern über die Jahre hinweg immer mal wieder, haben dazu geführt, dass die Leute irgendwann einen relativ starken Blick auf Shani hatten. Sie stieg dann auch im weiteren Verlauf des Jahres 2019 in die sogenannte Great Debate Community ein. Eine Community, die ich persönlich eher als ja, fundamentalchristlich betrachten würde oder mit sehr vielen fundamentalchristlichen Akteuren, die vor allem über die ja, Great Debates diskutieren, also Abtreibung, Sterbehilfe, sollen Staat laizistisch sein oder nicht. Also die großen Fragen der Gesellschaft sozusagen wollten die vor allem aus einer christlichen Sicht behandeln. Shani ist dann da eingetreten, hat sich dann vor allem dort sehr oft als Kinderrechtlerin proklamiert, weil sie ja selber Opfer von Gewalt als Kind geworden ist. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Now, I'm speaking as that child's advocate at this moment. If you don't know me, Michelle, I'm Shani for Christ, and I am the daughter of an abusive mother. And let me tell you what you're creating in your daughter's mind by the things you are doing to her right now. Und das alles führte natürlich dazu, dass sie relativ schnell relativ viele Hater am Hacken hatte. Die waren dann auch gar nicht mal so locker unterwegs. Die haben sich dann auch relativ schnell mit
etwaigen Behörden auseinandergesetzt, da Shani auch Mutter von zwei Kindern ist und nicht nur das, ihr jüngeres Kind ist auch Autist und deswegen besonders pflegebedürftig, also in dem Fall besonders pflegebedürftig, nicht jeder Autist ist krass pflegebedürftig, aber Shannys Jüngster ist das auf jeden Fall. Und das hat natürlich bei vielen Internetbeobachtern für Unmut gesorgt. Also sind viele dann schnell auf CPS zugegangen, das ist der Child Protection Service in den USA, was aber wiederum bei Shani zu einem richtigen Meltdown geführt hat. Kleiner Ausschnitt folgt hier. See what Google could do about this cyberbullying that's going on with me. Specific individuals include the Amazing Atheist, Galaxy Dreams, Eve Real, all saying I'm an endangerment to my children, which I am not. And Google said that I could actually, and I want the Christians to know, Google said that if you contact your local authorities, they will work with the authorities to get these people under control. These individuals are extremely dangerous individuals. I don't know why G-Man's even friends with Tanya Galaxy, especially since I'm supposed to be his sister and he's just not saying anything about her harassing me. I don't think telling your child about God is endangering your child at all, and neither does CPS because I contacted them as well. If this continues, I will take legal action against every single one of you individuals who is harassing me. Tanya, you are one of the main ones I will call the police on. Do not mess with me. You're not the only person I've ever called the police on. So I just contacted my local police department. Ja, wie sie in dem Ausschnitt beschreibt, sie ist dann auf einmal Opfer von Gangmobbing. Sie beschuldigt dann eben die Drunken Peasants und den Amazing Atheist, der da auch im Umkreis der Drunken Peasants ein bisschen rumgesprungen ist oder, glaube ich, zuzählig war sogar, dass diese Leute praktisch ihr die Kinder wegnehmen wollen. Aber dass sie ja jetzt da vorauseilend handelt, indem sie einerseits eben Kontakt mit Google aufgenommen hätte, um diese ja, Accounts zu sperren. Sie beruft sich dann sozusagen auf amerikanisches Recht oder auch auf die Terms of Services von Google, die aber ja in dem Bereich gar nicht ziehen, da die Leute ja sie nicht bedrängt oder in irgendeiner Form angegriffen haben, sondern dass die Leute einfach aus einem Eigeninteresse sich halt mit CPS in Verbindung gesetzt haben, um diese Kinder zu schützen. Jenny polarisiert daraufhin immer mehr und Jenny fängt daraufhin an, auch immer mehr durch ihre Auftritte an für sich zu polarisieren. Sie tritt dann immer mal wieder sehr betrunken auf oder auch narkotisiert. Also es wird sehr deutlich in einigen Streams aus dieser Zeit, dass sie ja Drogen diverser Art, vor allem Beruhigungsmittel zu sich nimmt. Ja, und dann halt Dinge äußert, die dem Zustand entsprechend nicht so intelligent sind und auch nicht so förderlich für ihr Ansehen in der Internet-Community. Im Zuge dieser Zeit und auch der Zugehörigkeit zur Great Debate Community lernt sie aber dann jemanden kennen, der für den weiteren Verlauf ihrer Internet-Persona doch relativ wichtig ist. Dazu kommen wir jetzt. Shani und G-Man. G-Man selber ist wahrscheinlich eine Persönlichkeit, über die man selber auch nochmal eine ganze Folge machen könnte. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Er ist ebenfalls ein christlicher Fundamentalist, der vor allem mit Atheisten ins Gespräch kommen will, um sie dann praktisch von Christentum zu überzeugen oder irgendwie ihre Aussagen zu negieren bezüglich des Atheismus und warum halt, ja, Religion vielleicht einfach nicht mehr so das Ding ist. Und Jenny war sehr schnell sehr beeindruckt und catcht von G-Man. Daraufhin haben sich dann immer mal wieder Streams ergeben, wo beide sich halt unterhalten, wo sie sich austauschen über ihre christliche Werteauffassung. Und der Kontakt wird daraufhin auch immer inniger. Es gibt dann so ganz unangenehme Videoausschnitte, wo Shani auf eine, ich würde sagen, christlich-fundamentalistische Art mit G-Man flirtet. Hey, G-Man. You know what? That fire within me is starting to burn again, and not sure how this is going to come to be, but I do know one thing. After seeing your last video, it is very true, my brother in Christ. It is very true, my beautiful brother in Christ, that you can't silence a Christian. Well, I guess more like a born-again Christian, a follower of the way. I have to say, I like this new side of you, G-Man. It's that sweet, beautiful side that I love about you. And, yeah, just keep up the good work. And follow
the ways of the Lord and not to follow the ways of the world, because this world hates us no matter how hard we try, no matter how nice we are. This world is going to hate us, G-Man. You do work very hard. I will be honest though, I don't like the fact that you debate. I think debate is reprobate. But I understand why you do it, and I thank you for that, brother. So, I love you, and I hope you have a wonderful day. Und im späteren Verlauf dieser G-Man-Saga, könnte man sagen, kommt auch hinaus, dass beide auch Geschlechtsverkehr hatten, sich auch getroffen hatten und so weiter und so fort. Das Ganze mündet aber dann in einer Großkonfrontation zwischen beiden. Und zwar, Jenny bezichtigt G-Man irgendwann des Diebstahls bei ihr, also dass G-Man ihr mehrere hundert US-Dollar geklaut haben soll, und bezeichnet G-Man dann auch im einem Video, ein Ausschnitt folgt hier, als Endpunkt. And, Shani, of course, made three different videos. A minute ago, I just checked. One of them is you're threatening me now. The other one is Rev speaks for Shani. So? And the other one is I got the receipts. And she's talking about $200 and some other money that she sent for me. And whatnot. I didn't want to do this publicly. So, you know, I'm going to prove that Shani's full of it in a moment. Number one, she did send me $200, but that was for something totally different. It had nothing to do with my phone. So I'm gonna have to do this publicly. See, the last time Shani did something like this, so again, I'm accusing her of doing this because she wants to get attention for herself. Was dieser natürlich überhaupt nicht lustig findet als schwarzer Mann und was dann wiederum zu einem Konfrontationsstream zwischen beiden geführt hat, der ja fast exemplarisch für das sein sollte, was wir dann in den darauffolgenden Jahren von Shani sehen. Dieser Stream, ich zeige euch mal hier kurz einen Ausschnitt. I want to know why she gave me this house. That's all I want to know. I want to know why they gave this to me. Did they give it to me so they could hoard it over my face to try to control me? That's all I want to know. Okay, so what is your problem with me now, Shani? You are beyond lying about me, first of all. Beyond lying. Beyond lying. Mm-hmm. I'm here to reimburse you. Reimburse you of what, bitch? Oh, number one, you're on a Christian channel. Can you please stop cussing on my channel? No. You're in my house. You're in my house. You're in my house. And using my water and using everything I paid for you. Why did you give me this house? Because I thought you were doing good work for the Lord. Matthew chapter 6. Shut the fuck up about the water. I don't even talk to me. Ist wahnsinnig unangenehm. Vor allem deshalb, weil beide nicht imstande dazu sind, ordentlich miteinander zu diskutieren und ihre Streitpunkte darzulegen. Es ist aber auch sehr unangenehm, weil man merkt, dass Shani eigentlich nie sachlich bleiben kann und auch nie Kritik annehmen kann. Das ist auch so ein Phänomen, das wir ja von Rainer kennen. Absolute Kritikunfähigkeit. Wobei man eins sagen muss, Shani überbietet Rainer da bei weitem. Also während Rainer ja irgendwann, zum Beispiel wenn die Personen ihm wohlgesonnen sind, ist ja ein Phänomen, das wir kennen, Rainer kriegt einen Kritikvorwurf oder kriegt einen Vorwurf an den Kopf geschmissen, aber er mag die Person oder er schätzt die Person, weshalb er sich ja dann meistens auf die Kritik einlässt, mehr oder minder. Er versucht sie dann immer noch zu negieren. Bei Shani wiederum verhält sich das ganz anders. Shani ist es egal, wer sie kritisiert. Wer sie kritisiert, ist ein Feind, möchte ihr schaden. Es gibt einen englischsprachigen YouTuber, der Irate Alex, den kann ich zumindest Leuten empfehlen, die ja so auf so ein bisschen sketchigeren Kram stehen und auch eine, ja, vielleicht ein bisschen erniedrigendere Aufarbeitung der Geschehnisse um solche Lolcows. Aber der hat einen Begriff um sie geprägt, den ich doch ganz gut finde, und zwar The Perpetual Victim, also das endlose Opfer. Und das ist Shani tatsächlich. Also wir werden es im weiteren Verlauf auch noch sehen. Shani schafft sich immer in die Opferposition zu lavieren, egal wie. Und das auch meistens auf die utopischsten und seltsamsten Wege. Ja, wie gesagt, es kommt dann zwischen Jenny und G-Man zu dieser großen Konfrontation und damit auch erstmal zum vorzeitigen Ende dieser Freundschaft. Das wird aber auch wahrscheinlich bedingt durch was anderes. Shani war zu der Zeit schon in Trennung zu ihrem damaligen Ex-Mann namens Chris, eine Person, die wahrscheinlich allgemein als so die stabilste Persona in Shannys Umfeld angesehen werden kann und auch eine Persona, die ja dafür gesorgt hat, dass Shannys Leben eigentlich jahrelang in guten Bahnen lief und dass auch der Umgang mit ihren Kindern eine ordentliche
Level hatte sozusagen, also die Kinder wurden versorgt, zur Schule gebracht, es wurde sich um die Kinder gekümmert. Man wusste im Nachhinein, dass das vor allem diesem Chris sozusagen zu verdanken war, dass den Kindern so gut ging. Diese Kinder waren nicht von ihm selber, aber sie haben ihn, ja, dadurch, dass sie wohl relativ klein waren, als Shani und Chris zusammenkamen, relativ schnell auch als ihren Vater akzeptiert. Und er selber sagt auch in mehreren Interviews, die er dann später mit berühmten Shani-Hatern geführt hat, dass er sie auch als seine eigenen Kinder ein Stück weit sieht und dass das für ihn persönlich ein ganz, ganz großer Bruch auch in der persönlichen Lebensgeschichte war, als Shani mit diesen Kindern weggegangen ist. So. Eben, Shani trennt sich von diesem Mann, es liegt aber an was anderem. Zu dieser Zeit lernt Shani, ich vermute auch über die Great Debate Community, ich habe mich lange Zeit im Webarchive über Kiwi Farms versucht, ein bisschen zu informieren, wie die Verbindung dann zu der nächsten Person aufgebaut wird. Und zwar kommen wir jetzt zu Shani und Rev. Rev selber, ebenfalls christlicher YouTuber. Ich zeige hier mal einen kurzen Ausschnitt seines YouTube-Kanals. Yeah, I just wanted to make this video quick because they would not let me in the theater because I had face paint on. So, this country has lost to the terrorists. We're going to allow some asshole that did something years ago to completely destroy our ability to have freedom of expression in this country and so that I can go see a movie with fucking face paint on. Ja, und ihr merkt relativ schnell, Rev ist ähnlich verwirrt und seltsam wie Shani. Er hat ähnliche seltsame, verwirrte Aussagen getroffen und bewegt sich da eigentlich in dem ähnlichen Bereich. Was aber für Rev relativ interessant ist, oder was vor allem für Shani wahrscheinlich relativ interessant an Rev war, ist, dass Rev zu diesem Zeitpunkt, als sie sich kennenlernen, ein relativ großes Erbe von, ja, 750.000 US-Dollar erhalten hat. Beide ziehen dann relativ schnell zusammen und heiraten meines Wissens auch relativ schnell, wohnen dann längere Zeit in einem relativ luxuriösen Stadthaus und verbringen halt ihre Zeit, vor allem mit Streams. Im weiteren Verlauf ihrer gemeinsamen Beziehung kommt es aber dann natürlich immer mal wieder zu Episoden, die wahnsinnig unangenehm sind. Und zwar, Shani fängt irgendwann an, einen Exclusive-Account zu besitzen. Für jeden, dem das jetzt gerade nichts sagt, Exclusive ist der Vorläufer sozusagen von OnlyFans. Funktioniert meines Wissens nach, oder hat meines Wissens nach genau gleich funktioniert. Und zwar, Content-Creator stellen halt hinter einer Paywall pornografische Bilder und Videos ein, die dann eben gegen Bezahlung geschaut werden können. Und dann gibt es halt sozusagen verschiedene Funding-Ziele, wie bei einem Patreon sozusagen, wo man dann verschiedene Dinge erhält. Im Zuge dieses Exclusive-Accounts wurden dann auch verschiedene Videos erstellt. Das wahrscheinlich berühmteste darunter ist das sogenannte Baby Carrot Dick Video, wo Shani Rev oral befriedigt und Rev vor allem dann traurige Berühmtheit erhält aufgrund der nicht vorhandenen Größe seines Penises, wo ich euch sagen kann, ja, Rev ist wahrscheinlich sogar reiner unterlegen. Das Ganze führt natürlich innerhalb dieser Beziehung immer wieder zu, ja, Disputen, zu schlechter Stimmung und auch ihre allgemeine Lebenssituation, glaube ich, führt ein bisschen dazu. Shani ist zu der Zeit ja schon sehr drogenabhängig, sie kifft jeden Tag und das nicht zu wenig. Zu der Zeit gibt es dann auch Aussagen von Shani, wo sie behauptet, dass sie in der Woche so zwischen 2 und 3 Unzen verbraucht. Also für jeden, der jetzt mit dem Maß Unze nichts anfangen kann, eine Unze sind ungefähr 28 Gramm. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Durchlauf ist. Also wir reden hier von 90 Gramm in der Woche, was ja auch kostenmäßig ein Faktor einfach ist. Und all diese Zustände führen natürlich immer mal wieder zu Zwist zwischen den beiden. Das Ganze mündet dann in einem relativ großen Streit zwischen beiden, wo es auch körperlich wird. Also das Ganze bewegt sich tatsächlich in einem Livestream zum Teil. Immer wieder bewegen sich Revs und Shanis Streits in Livestreams, was wahnsinnig unangenehm zu beobachten ist. Aber dieser besondere Streit ist, glaube ich, so das erste Mal, wo man das sieht, was man eben in darauffolgenden Jahren auch bei Shani immer wieder beobachten wird und Rev zusammen in der Verbindung. Und zwar beide streiten sich.
Im Verlauf dieses Streits geht Rev Jenny körperlich an. Sie behauptet im Nachhinein, er hätte sie gewürgt und geschlagen auch. Und sie ruft daraufhin natürlich die Polizei. Als die Polizei aber dann am Haus der beiden eintrifft, um ja die ganze Angelegenheit zu klären. Jason showed me those two marks on his leg and as well as his arm. And that said that she had hit him with a little bit of like a... Merken Sie, dass Jenny vielleicht leichte Abwehrverletzungen besitzt, aber Rev wiederum wesentlich schwerer verletzt ist als Jenny. Also Jenny hat Rev wohl in der Zeit nach dem Polizeianruf dann mit einer Fetischgerte verprügelt und es wohl so sehr, dass Jenny daraufhin auch verurteilt wurde. Also Jenny ist jemand, der dann in den darauffolgenden Jahren in Bezug auf Rev immer wieder mit krasser Gewalt gegenüber ihm auffällt und auch ihr Gesamtzustand, also die Beziehung geht einerseits immer mehr in die Brüche, aber auch ihr finanzielles Depot baut sie halt immer mehr ab. Also nach spätestens 3 Jahren in der Beziehung kann man dann schon mal sagen, Jenny und Rev haben eine 3/4 Million US-Dollar verpulvert, unter anderem für teilweise 4 Xboxes, für 5 Alienware-Laptops, für eine Miete von 3.500 US-Dollar, welche aber nie gezahlt wurde und dann auch zu Mietschulden in Höhe von 20.000 US-Dollar geführt hat. Man hat Essen gekauft en masse. Jenny hat eben laut eigenen Aussagen endlose Mengen Marihuana verraucht. Es wurden sich immer wieder teure technische Equipments für YouTube gekauft. Ich glaube, sie haben sich insgesamt 3 oder 4 Switches gekauft. Es wurden sich mehrere Playstations gekauft. Rev hat dann über eine gewisse Zeit lang auch einen Wagen gemietet, der eine Weekly Payment von 1.000 US-Dollar hatte. Also bei den Amis läuft es ja oft so, dass diese Raten nicht monatlich oder so getilgt werden, sondern wöchentlich oder zweiwöchentlich, da die ja eine andere Salary-Income haben. Also oft ist ja in den USA so, dass man ja zweiwöchentlich, wöchentlich, je nachdem bezahlt wird. Die kriegen ja ihre Paychecks. Deswegen sind auch deren Kosten ein bisschen anders verteilt sozusagen oder wann die Forderungen kommen. Und ja, Rev hat sich dann daraufhin einen sehr teuren Wagen gemietet. Es gab dann auch immer mal wieder so Geschäftsversuche mit Avocado Jason sozusagen. Also er hat da irgendwie versucht, so kleine Businesses am Laufen zu bringen mit diesem Geld. Aber alles war sehr unerfolgreich. Ja, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt ein bisschen Jenny und Rev angeguckt und am besten geht man jetzt mal darauf ein, was es denn eigentlich mit Jenny so ein bisschen auf sich hat und warum Jenny einfach immer wieder an die Punkte kommt, an denen sie steht im Leben. Es ist nicht das erste Mal, dass Jenny dann am Ende dieser Beziehung mit Rev oder in dem Fall wie am Ende der Beziehung mit Rev hoch verschuldet ist und ihre Beziehung auch ein Stück weit in die Brüche gehen wird. Das werden wir dann in den nächsten paar Blöcken uns genauer angucken. Aber Jenny kommt immer wieder in diese Situation. Es gibt, wie schon gesagt, den Irate Alex, der Jenny mal als Perpetual Victim bezeichnet hat. Und ich finde, es ist eine Begrifflichkeit, die zu Jenny sehr gut passt. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Good, you can't wait to get rid of me. Good, everyone can't get wait to get rid of me. I'll never have any support or love from anyone. I'll just constantly be hurt by people, constantly be threatened, constantly be called names. And I'm just stuck here on YouTube trying to make a fucking coin. And then be told how fucking much I suck for trying to make a fucking coin when no one in this house will do anything. I do all the cleaning, I do all the cooking, I pay the fucking bills, I do everything I fucking can and I've been doing it for years. Und da wird schon relativ deutlich, dass Jenny
sich eigentlich immer in der Opferposition wahrnimmt. Jenny ist nie der Täter, Jenny ist immer Opfer, entweder von bösen Männern, die sie schlecht behandeln, von den Behörden und dem Staat, der sie als Mutter nicht ernst nimmt oder sie nicht unterstützen möchte, und natürlich auch ihrer Zuschauerschaft, die sie einfach nicht monetär unterstützen will. Jenny sagt immer wieder, sie arbeitet sich den Arsch ab, also I working my ass off, sagt sie ganz oft. Es gibt in einem weiteren Blog, den wir uns später angucken werden, teilweise über Stunden hinweg Streams, in dem sie dies mantrahaft wiederholt, I working my ass off, bla bla bla, wo man schon merkt, dass das halt auch ein Stück weit einfach eine psychische Kondition ist und vielleicht nicht nur eine menschliche Verfehlung. Es gibt auch andere Dinge von Jenny, die so ein bisschen aufzeigen, dass sie halt einfach das ist, was sie ist, und zwar eine Leihkau, wie ich sie nennen würde. Und zwar behauptet sie in den Anfangsjahren, ich glaube es ist 2018, 2019, wir hatten ja am Anfang gesagt 2019 tritt sie groß ein, sie hat aber auch schon davor immer mal wieder Videos produziert, da behauptet sie dann längere Zeit, sie hätte Krebs. Das sorgt natürlich bei ihrer Community für große Bestürzung, aber auch zu großer Unterstützung. Im späteren Verlauf und vor allem in der Beziehung mit Rev sagt sie dann, sie wäre Polyneuropathie, also sie hätte Polyneuropathie, das heißt, ihre Nervenenden seien in so einer Art und Weise gestört, dass sie halt permanent Schmerzen hat, weshalb ihr die Leute immer wieder ja Edibles zukommen lassen sollen oder Geld für Edibles. Also Edibles sind einfach ja Marihuana oder Cannabisprodukte jeglicher Form, also irgendwelche Cookies oder halt wirklich Gras oder ja Brownies und was es da halt auch immer alles gibt in Headshops, um dann ihre Schmerzen zu behandeln. Witzig ist, bei beiden Dingen, also bei der Krebsgeschichte hat sich's dann irgendwann so verlaufen, dass Jenny da einfach nicht mehr drauf geantwortet hat und das Thema unter den Tisch fallen lassen. Bei der Polyneuropathie-Geschichte begründet sie dann praktisch immer wieder, sie könnte ja keine Diagnose machen, weil dafür müsste sie ja sich aus ihrem Bett erheben und in ein Krankenhaus gehen. Und das sei ja nicht möglich, weil das würde zu große Schmerzen verursachen. Sie behauptet dann auch weiterhin, sie könne deswegen nicht arbeiten, weil das Level an Schmerz, das sie über einen normalen Arbeitstag ertragen müsste, würde bei ihr wahrscheinlich zu einem Herzinfarkt führen. Das sind Dinge, die wir immer wieder von ihr hören, dass sie ja so schlimme Schmerzen hat. Ob das sich wirklich so verhält, wage ich zu bezweifeln. Witzig ist auch, wenn sie dann über ihre Polyneuropathie-Schmerzen spricht, spricht sie vor allem darüber, dass sie Probleme beim Stehen und mit ihren Beinen und Gelenken hat, was aber halt eher für ihr unglaublich utopisches Übergewicht spricht, das sie dann zu dem Zeitpunkt schon hat. Ein weiterer Faktor, den ich am Anfang auch schon angesprochen hatte, Jenny behauptet immer wieder, dass sie als Kind Opfer von sexuellem und körperlichem Missbrauch geworden ist durch ihre Mutter und ihren Vater. Sie behauptet es permanent, deswegen zieht sie sich daran auch so ein bisschen hoch und ja, sieht sich als Schützerin von Kindern, die Opfer dieser Dinge geworden sind. Im späteren Verlauf wird es so grotesk und vor allem auch so schlimm für die Eltern und auch die Geschwister von Jenny, dass sich die Mutter von Jenny selber mal in einem Livestream dazu äußert, indem sie ja einfach begründet, warum sie zum Beispiel keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter hat, weil Jenny eine anscheinend sehr egozentrische und ja ausbeuterische Person ist. Die Mutter selber behauptet, das ist natürlich immer schwierig, das dann auch auf die Waage zu legen, aber die Mutter selber behauptet, sie hätte Jenny nie misshandelt. Auch der Vater sagt, dass er seine Tochter nie sexuell missbraucht hätte, dass ihm das absolut fremd wäre, aber dass Jenny einfach schon im Jugendalter angefangen hat, Drogen zu konsumieren und sich mit Leuten rumzutreiben, die ja nicht für ihre Entwicklung förderlich waren. Auch ihre Schwester, die wiederum eigentlich ein sehr gesittetes und normales Leben zu führen oder scheinbar führt, gibt an, dass Jenny einfach immer aus der Reihe getanzt hat und widerlegt auch ihre Aussagen in Bezug auf Missbrauch und sexuellen Missbrauch. Das Einzige, was ihre Schwester in einem, ich glaube, Video oder Livestream zusammen mit der Mutter mal ja zugibt, ist, dass Mutter oder Vater ihr oder Jenny mal in der Wut eine Ohrfeige verpasst haben. Dinge, die bestimmt auch nicht in Ordnung sind, aber die natürlich weit weg sind irgendwie von einem regulären Missbrauch, sondern die halt, ja, affektiert leider passieren können, wenn Eltern wohl halt mal der Kragen platzt, finde ich auch nicht gut, aber ja, weit weg von dem, was Jenny behauptet, was ihre Eltern tun.
Führt natürlich auch zum Bruch mit ihrer Familie. Also man merkt, Jenny ist für ihre Lügen auch bereit, eigentlich mit allen Leuten zu brechen, sofern sie am Ende als Opfer dasteht. Und auch die Eskapade mit ihrer Mutter ist für sie ein super Ventil oder ein super Vehikel, um sich vor den Leuten als ja, das Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch im Elternhaus zu proklamieren, um dann wiederum Aufmerksamkeit zu erhalten und wiederum ja, das Perpetual Victim zu sein, das sie halt einfach gerne ist. Ein weiterer, auch sehr ulkiger Punkt an ihr ist halt dieses The Good Christian Thing. Also neben natürlich dem Auftritt auf Exclusive, den ich schon angesprochen hatte, gibt es natürlich auch immer wieder andere Momente, wo sie zum Beispiel Sex für Geld anbietet, also wo sie sich wirklich auch zur Prostitution praktisch anbietet. Das entsteht natürlich ein Stück weit aus einer Notlage heraus, weil Rev und Jenny zu dem Zeitpunkt finanziell so am Ende waren, dass sie wirklich für jede Rechnung irgendwie Geld rankarren mussten. Was natürlich dann relativ simpel funktioniert. Jenny hat dann daraufhin eben angeboten, Sexvideos mit Rev zu verkaufen oder auch sich selber für Sex zu verkaufen. Was sich aber natürlich sehr, sehr stark beißt mit ihrem The Good Christian Thing. Auch ihr Drogenkonsum beißt sich immens damit. Wer sich mal mit der fundamentalchristlichen Lehre auseinandergesetzt hat, wird relativ schnell merken, dass Alkoholismus und auch der Gebrauch von Cannabis bestimmt nicht mit den göttlichen Vorstellungen einhergeht und auch die sonstige Lebensführung von Jenny ja nicht besonders christlich ist. Und es leitet uns zu einem Punkt über, der jetzt, ja, glaube ich, relativ schwerfällig ist und auch bei einigen Menschen zu großer und starker Bestürzung führen wird. Weshalb ich, ja, nochmal einen kleinen Disclaimer raushau. Wenn ihr Opfer von Missbrauch oder irgendwie gewalttätigen Eltern geworden seid, ist es vielleicht jetzt der Moment, an dem ihr am besten skippen solltet. Denn wir werden jetzt auf Jenny und ihre Kinder eingehen. Das ist ein sehr trauriges Kapitel. Ich hatte jetzt schon immer mal wieder die Kinder erwähnt und ich glaube, es hat auch so ein bisschen durchgeklungen, dass Jenny ihre Kinder nicht gut behandelt. Eher im Gegenteil, dass diese Kinder ja regulär vernachlässigt werden im Endeffekt. Es gibt dann eben Ausschnitte, die ich schon genannt hatte, in denen Jenny zum Beispiel in ihrer Frühzeit sagt, wenn ihre Kinder sich nicht christlich verhalten, dann ist es an ihr als Mutter nur noch das Nötigste zu tun, und zwar sie anzuziehen und sie zu ernähren. Ausschnitt folgt hier. Well, I doubt my children in any way would deny Jesus Christ, so... But you get my point, that you shouldn't just say, like, oh, well, I guess I'll have to have very few children because you want to become atheists. It's the only duty I have... What is going on? They're having a Christian atheist discussion on a Google Hangout. No, I mean, like, I don't know. Am I having audio issues? No. That was... It's a hangout and a bunch of people talk. Okay, so there's just people talking over each other. Right. Okay. A parent, if they turn to be an atheist, is to feed and clothe them. That's all. She said her only obligation as a parent for her children, if they became atheists, would be to feed and clothe them. Und insgesamt kann auch über Jenny gesagt werden, dass sie ihre Kinder massiv vernachlässigt. Es gibt dann Ausschnitte eben aus dem späteren Wohnhaus von Jenny und Rev und den Kindern. Die füge ich jetzt mal hier ein. Wie gesagt, wenn ihr mit sowas nicht umgehen könnt, skippt am besten. Das ist wirklich horrible, in welchen Zuständen diese Kinder leben mussten. Oh, the house. This room. Is supposed to be a kid's room or of some sort. There's... He does have gloves on. It's chucked in the window to block the light from hitting this. Look at the... Just... This was a child's bed. So again, I was paid to come in here and just take a film and get the hell out. So that's what I'm doing. And here's the Nerd Kids room. Look at this place. I think this may be Zach's room. Yeah. Snack cakes. Well, at least he gets a stand for his bed. But his bed isn't that much better off. You know, unless they took the sheets with them, which maybe. Ja, ihr konntet sehen,
es sind wirklich erschreckende und wirklich ekelhafte Zustände, in denen diese Kinder leben mussten. Die Matratzen waren voll uriniert, die Böden waren mit Fäkalien eingeschmiert, sowie die Wände auch. Mehrere Hausbesichtigungspersonen kamen relativ schnell zu dem Entschluss, dass die Kinder wohl lieber in ihren Zimmern uriniert haben, als die Toiletten zu verwenden. Der Gesamtzustand der Wohnung ist alles andere als kindergerecht und die Kinderzimmer sind schon dreimal nicht. Und auch dieser Zustand ist ein bisschen exemplarisch dafür, auf welche Dinge Shani vor allem als Mutter in ihrem Leben Wert legt und den Fokus legt. Und zwar nicht auf ihre Kinder und deren Erziehung und Versorgung, sondern eigentlich nur immer auf ihren eigenen persönlichen Hedonismus, auf die Befriedigung ihrer Gelüste und ihrer Vorlieben. Das wird auch deutlich im Umgang zwischen Rev und den Kindern. Es gibt da ganz, ganz viele horrible Scenes. Es gibt einerseits eine Szene, die ich jetzt hier ganz bewusst nicht zeige, aus guten Gründen, wo Shannys Jüngster, also der autistisch, mit einer suizidalen Phase kämpft, in einer psychischen Ausnahmesituation. Also der Kleine kriegt einen psychischen Meltdown, ohne das jetzt lustig klingen zu lassen zu wollen, sondern der ist in einer Ausnahmesituation absolut ganz akut und droht dann vor Shani in einem Livestream, dass er sich suizidieren wird mit einem Messer. Laut Shannys Aussagen versucht er das wohl auch. Beides ist schon schlimm genug, dass das dann in einem Livestream geschieht und die Mutter diesen auch nicht beendet, ist schlimm genug und mündet dann darin, dass Shani und Rev beide oder den Jungen in eine psychische Einrichtung für Kinder bringen. Diese Autofahrt ist, glaube ich, mit das Ekelhafteste, was ich jemals im Internet gesehen habe. Also es gibt unglaublich viele eklige Szenen von Shani und Rev. Aber diese Autofahrt toppt alles, weshalb ich sie auch jetzt nicht hier reinnehme. Auch aus Schutz des Kindes nicht, weil das ganz klar zu sehen ist in mehreren Ausschnitten in diesem Video. Und auch seine Stimme zu hören ist und die Kinder mittlerweile an einem Ort sind, wo es ihnen hoffentlich besser geht. Und ich sie dann nicht irgendwie weiter im Internet durch die Gegend schleifen möchte. Aber in dieser Szene hockt der Kleine auf dem Rücksitz, ist natürlich dann dementsprechend ruhig, weil er auch dementsprechend ja wahnsinnig verstört ist und auch wahnsinnig angespannt. Man hört es an seinem Atem, an seiner Stimme, dass es ihm psychisch überhaupt nicht gut geht. Die Mutter, also Shani, kommt dann währenddessen auf keine bessere Idee, als auch diese psychische Ausnahmesituation ins Internet zu lavieren, den Leuten zu erklären, was für eine caring mother sie doch ist, weil sie den Kleinen ja jetzt in eine Auffangstation bringt. Und gleichzeitig sieht man Rev nebendran sitzen, der erklärt, dass er ja ihn nicht daheim haben möchte, wenn er eine Gefahr für seine Frau und für ihn ist. Also, da muss man einfach sich fragen, was bist du für ein Mensch, wenn du einen kleinen Jungen, der an den Punkt gebracht wurde, dass er sich wohl umbringen möchte, dann auch noch mit den Vorwürfen beschwerst, dass er eine Gefahr für seine Mutter und seine Familie ist. Und das ist so ein Verhalten. Rev macht vordergründig immer wieder so, als würde er die Kinder lieben oder auch schätzen. Es gibt dann im weiteren Verlauf zum Beispiel auch eine Szene aus der sogenannten Flucht nach PA, heißt die ganze Episode, wo Rev den Kleinen beleidigt. Diesen Ausschnitt spiele ich jetzt mal ein. Es geht irgendwie eine Katze, Gavin the Cat, in ihrer Flucht irgendwie im Rücksitz verloren und versteckt sich unter dem Sitz. Rev wiederum denkt aber, dass der Kleine die Katze aus dem Fenster geschmissen hätte auf der Autobahn und rastet dann völlig unbegründet und auch wahnsinnig ekelhaft vor dem Kleinen aus und beleidigt ihn auch. Zack? 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 Wait, Mom, Zack. How's Gavin? You gotta get him on you now. Instead of putting him on the floor, you're gonna kill the cat. Oh my god. Oh my god, Gavin. Oh no. No. He didn't. No. No. No, honey, Gavin's okay. No, no, no. No, 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 no. Is Gavin okay? Honey, you need to get back on the highway.
I wanted to check on him. Is he, could you see Can we go park somewhere so we're not, like, in the middle of traffic? Can you fucking use your fucking head and get off the side of the goddamn road and go down and park somewhere smart? Shut the fuck up. If he's okay, I can get back on, no problem. Get the cat on your lap, you fucking idiot! He is! If he's on that floor again, you are getting your ass beat. Do you hear me? What? Piece of shit. Jason William Egroff, stop this. No, I won't. You're not a mother. You don't say anything. I'm so fucking sick of it. I literally was saying something. I'm sick of it. I'm trying to pull over to see if the cat's alive, dude. Yeah, well, I don't want to be killed in traffic because you're stupid. I'm not stupid, you fucking moron. That's what it's for, the side of the fucking highway. Yeah, right at an intersection. For emergencies! You do not do Shut this. Your mouth. Sick and tired of Excuse me and shut up. Shut your mouth. It's what the side of the highway's for is an emergency. You're insane. You're an asshole. Wow. Go with your psychos. You're so mean. Und das ist so ein bisschen stellvertretend für das, wie Rev auch mit den Kindern umgeht und auch wie Shani mit den Kindern umgeht. Weil auch beide ihre Konfrontationen völlig schmerzlos und schonungslos immer voreinander austragen. Was dann auch dazu führt, dass zum Beispiel der älteste von beiden Söhnen in einer Szene, die ich jetzt hier mal kurz einspiele. I got evicted because you guys kept calling saying that you were hearing noise complaints and giving noise complaints to my fucking landlords because you're assholes. Whatever. My life's officially fucking over. Mom. What? Look, things are going to be okay. How are things going to be okay, William? I know things are bad right now, but things can get better. We have a lot of stuff. We can sell that and make some money. Convince your father of it. He doesn't want to do shit. Das ist auch Teil der Eviction Notice Saga, die wir noch besprechen werden. Ja, interveniert zwischen beiden und sagt, hey, kommt mal runter, hört auf, euch so aufzuhalten. Und ich finde es sehr bestürzend, wenn Kinder oder Teenager in dem Fall, also der Kleine ist zu dem Zeitpunkt 15, Zierpositionen übernehmen und die Position der Vernunft in einer Familie übernehmen. Und das passiert sehr, sehr häufig. Also die Kinder übernehmen ganz oft ja die Position der Eltern eigentlich und versuchen sich da so ein bisschen um ihre Eltern zu kümmern und vor allem über ihre Mutter. Das ist alles ganz eklig. Das hat natürlich aber auch dazu geführt, dass Zuschauer und Hater von Shani immer wieder dafür gesorgt haben, dass CPS, also der Child Protection Service, zu Shani ans Haus kommt. Das Problem in den USA ist aber, so wie ich das verstanden habe, wenn ich CPS keinen Zutritt zu meinem Haus gewähre, können die auch nicht eintreten. Das hat Shani dementsprechend getan. CPS konnte sich keinen Zugang zum Objekt verschaffen und konnte dementsprechend leider auch nie die Zustände dokumentieren, die wahrscheinlich dazu geführt hätten, dass die Kinder weggenommen worden wären. Also, dass die Kinder irgendwo anders hingebracht worden wären zu, ich weiß nicht, wie das in den USA läuft, aber ich denke auch, dass die Pflegefamilien besitzen oder Kinderheime und so weiter und so fort. Das wäre wahrscheinlich die logische Konsequenz aus so einem Besuch gewesen, der aber dann leider nicht in der Art zustande kommen konnte, dass die Kinder irgendwie geschützt werden konnten. Damit kommen wir auch zu unserem vorletzten Punkt, und zwar dem vorzeitigen Ende damals von Shani und Revs Internetauftritt und dem Finale auch aller Verfehlungen, die Shani jemals irgendwie geäußert hat. Also man sieht da die Dramatisierung aller Zustände, die Shani jemals hatte. Sie ist noch verlogener als sonst, sie ist noch dramatisierender als sonst und sie ist noch mehr the perpetual victim, das sie gerne ist, als sonst. Und das Ganze beginnt mit der sogenannten Eviction Notice Saga. Und jeder, der sich jetzt fragt, was ist eine Eviction Notice? Das ist nichts anderes als die amerikanische oder US-amerikanische Variante einer Räumungsankündigung. Also Shani und Rev, ich hatte es schon im Absatz Shani und Rev selber ein bisschen erklärt,
Beide hatten ein Stadthaus, für das sie nie Miete gezahlt haben. Am Ende summierten sich die Schulden auf, laut deren Aussage, 20.000 US-Dollar. Es gab dann den sogenannten Eviction Notice Stream, der den ganzen Tag ging und den wir, ja, so ein bisschen stellvertretend für diese ganze Eviction Notice Saga behandeln werden. Wir werden auch noch ein paar andere Ausschnitte angucken, aber kommen wir erstmal zu dem Stream an sich. Ausschnitt folgt hier. I just got this eviction notice that we gotta be kicked out here in the weekend and we're losing our car and everything all at once. I need help. I don't know what to do. I'm panicking. I've tried all I can. My phone, they sent me a phone and it's gone. I need help. Someone help me. I worked my ass off trying to do as much as I can and I sent Krista the $50 back by accident. I need G-Man. Okay, so can someone severely get me hold of G-Man? Because I need him. I need someone. Someone in my life. Because I just don't know what to do. You know, I say we just pack up the car what we can. And we just head out to Pennsylvania. There's nothing else we can do. We got no money. We got nothing. We just sell all this. But we got to get out of this house by this weekend. By this weekend. And what is it? What day is it? It's Thursday. It says you will be evicted anytime. No. No. It says please move this weekend and yes, Turner. That is. It says to Jason Hall, Egroff, and all other persons residing, occupied, and staying in premises. The Jefferson County office is ordering by Jefferson County Court to enforce a writ of restitution eviction for these premises. This means you must move out immediately, and if you do not vacate, the sheriff's office is required by the court to enter and remove all your possessions. Please be aware that the sheriff's office has no legal responsibility to pack your items and removal. So, I need help. Can I say something quick? Put me on, just shoot me for one second. Here, you hold it. I'm panicking. Okay? I'm panicking! This is proof right here. Okay? That the Democratic Party has done nothing to help anyone. The government has done nothing to help anyone. I'm gonna have a heart attack. Also ihr seht, Shani ist sehr aufgebracht, Rev prinzipiell erstmal beruhigt, zumindest am Vormittag oder am Mittag dieses Tages, wo sie diese Notice erhalten. Shani, ja, hat dann einen ganz schlimmen Meltdown, es war wahnsinnig unangenehm, das live zu beobachten. Und der Zustand sollte sich aber dann im Verlauf des Tages noch zuspitzen. Dazu kommen wir dann ein bisschen später. Diese Eviction Notice Saga führte aber am Ende dann dazu, dass beide fluchtartig aus ihrem Stadthaus in, ja, ich glaube Denver, Colorado war es damals, geflohen sind und alles zurückgelassen haben. Daraufhin hat ein User namens Dreadnought einen anderen User vermutlich oder eine Person beauftragt, gegen Entgelt in dieses Haus mal einzudringen und sich das genau anzugucken. Ein Ausschnitt aus dieser Geschichte folgt jetzt hier. Kleiner Disclaimer vorweg, ihr werdet diese Zustände wahrscheinlich seltenst mal so gesehen haben. Ich persönlich habe noch nie solche Zustände in der Wohnung gesehen. Und ich glaube auch, dass die Schanze im Gegensatz dazu ja ein gepflegter und sauberer Ort ist. Also es ist wirklich ekelhaft, wenn ihr Probleme mit massivem Dreck und Ekel habt. Guckt euch das nicht an, skippt vielleicht kurz. Ansonsten folgen jetzt ja knapp 4-5 Minuten purer Ekel. When you walk in, the first smell is feces, some scented something or another. Lots of like tobacco smell, probably something mixed with Oh God, I can't think, it's weird. It smells like weed, but like really bad weed and poop and
maybe like blunt rolls. There's just shit everywhere. I'm not even sure what any of this is. That's just the closet. Stairwells are utterly destroyed. Like, I don't know if it would be cheaper to pay to remove this and replace it or just... But it looks like to be blood on the wall. Dried up quite a bit of it. Yeah, that's blood. All over the wall. At least it looks like it. This is the kitchen space. They left their animal feed. The table, dresser, trash can full of stuff. Like, they don't look like they've taken the trash out in months in this particular apartment. Like, it's rusting here. They haven't cleaned this fridge in God knows how long. That stinks. Oh, that reeks. What? Okay. Yeah, no. See? Ooh. Yeah. I'm trying to think of where he put the PS5, and I just don't see it. Yeah. Yeah, there's the microwave. Yeah. Unless it's down here. Where's that? That's a speaker, I think. Yeah. Oh, it's a webcam. Okay. I haven't opened up the drawers, if they do open up. Yeah. Hey, there's beer. Auch der Zustand der Bude, kann man auf jeden Fall nach dem Video sagen, führte wahrscheinlich auch zu dieser Eviction Notice Saga. Es ist bekannt im späteren Verlauf, dass der Besitzer des Hauses Zehntausende von US-Dollar in die Sanierung stecken musste. Also zu den Mietschulden von 20.000 US-Dollar kamen zumindest nach einigen Recherchen nochmal 20.000 bis 30.000 US-Dollar Schaden hinzu, den Shani und Rev durch die Herunterwirtschaftung der Bude verursacht haben. Und ich meine, der Zustand ist offensichtlich, es ist widerlich, es ist grausam und es wurde einfach alles so zurückgelassen. Zurückgelassen, weil Shani und Rev natürlich nicht in dem Haus verbleiben konnten. Wir waren zuvor bei dem Eviction Notice Stream, auf den ich jetzt nochmal ein bisschen eingehen werde. Und zwar kommt es im weiteren Verlauf dieses Streams zu einem Meltdown von Rev, der in der Art und Weise zwar schon zuvor irgendwie passiert ist, der aber da eine ganz neue Güte und Klasse erreicht. Ausschnitt folgt hier, geht auch wieder ein bisschen länger. I'm trying my best! You're making nothing. It's pathetic. And I'm trying my best! What are you making? Nothing! How many jobs have you looked for? None! You haven't done anything! I've been looking for jobs! I've pointed jobs out to you even! At least I'm trying! And I wasn't sitting on my ass for 3 years. I was taking care of you while you were playing sick. I think he's having an affair with me with this girl named Caitlin. I think he is, because he keeps saying he wants to leave me. Even though I'm working so hard. And it's not good enough.
Nothing I do is good enough for anyone. Don't waste the gas money. Please. We don't have any more money to waste. Gas money. I'm just getting out of here for a while. Where are you going? No, you can't spend the money on gas. We don't have the money. I can't get any more. No one's donating. You didn't get any money. We got 20 yesterday. I got 20. You got 20. Well, good for you. The only reason you're in this place is because of me. You wouldn't have been in this place for 1 second. Well, I'm trying to keep this place going, so can you help me? You're not doing shit. I have made some money here. You haven't made enough money for 1 month of rent. Not 1 month. Well, I just got monetized. And we have been here for a year and a half. I've just got You've monetized. You've done nothing. What have you done? I got us in here, you fucking bitch. You're gonna hit me now? Yeah. Call the cops. I want out of this relationship. What are you gonna do, Jason? You don't even have a job. And you're gonna waste money on gas? And let me guess, you're going to come to me for the gas money, and the cigarette money, and all the money you've been needing, like you've been doing! Most of the money went to your fucking cigarettes anyway! Are you serious? Yeah, $6 a day, times 30. Are you fucking kidding me? You're kidding me, right? 6 times 30, you do the math. If I had a fucking gun, I would put it right here and pull that fucking trigger. And you'd laugh and smile. Well, at least I'd go somewhere where I'm appreciated. Yeah, right. You don't do shit for anyone, but yourself. Don't fuck yourself. You spent all my money. I spent all your money? You spent off my fucking money. How? What did I spend my money on? Piece of shit children. Really? That break shit, and we had to move 15 times. You spent it. Yeah. What about all these games and all this shit you've had? $700,000. Yeah. What about all the big fucking car I told you not to buy? I spent $1,000, fucking cunt. $1,000 on my collection. Stop calling me names. Stop bringing up stuff that's mine and it was my money. I'm not. You're bringing it up, stupid. No, the games, you fucking whore. You're the one who's saying I'm spending the $700,000 when it's literally you spending all the money. No. What did I spend the money on? Fucking whore. What did I spend the money on? Spending my money. What did I spend the money on? Fucking feeding your kids. Oh, food. And your fat ass. So food. Fucking disgusting. So food. Fat ass. So, who's Caitlin from Exclusive? Caitlin is a fucking woman that took my name when COVID first started because she had to call me to get in there. Asshole. You fucking asshole. Piece of shit. Ja, also wir merken, die Aussagen, die Rev in diesem Stream im späteren Verlauf des Abends trifft, machen oder würden mir massive Sorgen bereiten. Also er spricht dann davon, dass er, wenn er jetzt nicht dieses Haus verlassen kann, entweder sie oder eins dieser Kinder erschießen wird. Und da merkt man dann auch Jennys manipulative und auch ja, ihr Gaslighting sozusagen, also dieses Befeuern von Situationen, indem sie eben ihm nicht richtigerweise den Schlüssel vielleicht in die Hand drückt, um die Situation zu klären, sondern indem sie ihn eigentlich weiter in diese Diskussion mit reinzieht, durch Vorwürfe und so weiter und so fort. Trotz dieses Meltdowns von Rev kommt es dann zu der sogenannten Flucht nach PA. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Can you guys sing some Slipknot for a friend of mine? Jason might sing some Slipknot. I'm not gonna scream it because it triggers my wife. Okay. I don't like a fucking thing. Music sucks dick. Suck the snot off of the tip of my prick, you fucking cunt. Jesus, my kids. Get Jason. Off of my back. I don't want to do a show with your shitty fucking band. You suck, they suck. Guess what? Get fucked. I can't think of any other words to say but fuck. Don't drag our opinions. Our opinions are great. It's new school face, motherfuckers. I hate. It's Zach Bizel hilarious. He's laughing.
I won't curse no more, sorry. That was requested. That was requested, though. And all of those words they've heard. Gavin? It's a Gavin? What is it, Gavin? You okay, Gavin, baby? He's a boy. He's a Gavin. I love you. Man, this is going to be rough, though. I do wish we could get a hotel for him, right? If you guys could help us, cash app us some money, that would help us get a hotel for the night. Yeah, like $150 probably. I don't know. Something like that. It won't be much. That would be nice. That would be nice. Also beide begeben sich dann völlig überstürzt in ihr geleastes Auto, das sie auch nach US-Recht gar nicht aus dem Bundesstaat verschaffen können, in dem sie gerade aktuell sind. Also sie dürfen damit nicht die Staatengrenzen von zwei Bundesstaaten übertreten, da das, so wie ich das aufgefasst habe, sonst im Diebstahl gleichkommt. Das ist aber Shani und Rev völlig egal. Sie fliehen dann völlig überstürzt. Im Verlauf dieser Flucht nach PA kommt es auch zu mehreren ganz utopischen Situationen. Eine der Situationen haben wir schon gesehen, und zwar wo einem der Söhne von Shani Gavin the Cat abkanten kommt und Rev den Meltdown kriegt. Es gibt dann im weiteren Verlauf auch noch die Situation, die auch ja, dokumentiert belegt ist, zumindest durch andere Personen, dass ein Reifen von Rev platzt auf einer Zugleise. Shani dreht daraufhin so sehr durch, dass sie nach laut eigener Aussage das Auto um knapp, glaube ich, 5 Inches anhebt, um ihre Kinder zu retten. Kleiner Ausschnitt folgt hier. Under Jason's seat. He was. Just silent, like a little boy. He's a good boy. Here, let me show you the Gavins. Oh my God, bless his heart. Oh yeah. Little boy. We got the Gavins. The little boy. The Gavin. Wait. The Gavin's goods. Thank God. He's our baby. I'm so sorry. I was trying to get the dumb baby. Baby boy. Oh. But you did a good thing. You hid under the seat like a good boy. Yes. Because you were scouts. Yes. You were scouts, babies. So nothing happened. Our tires replaced. Yeah. We got the Gavin. Yeah. And I didn't have a heart attack. Exactly. But what I do have is stretched fucking muscles, and they want me to go to a doctor to look at it. In your heart? In my chest area, yeah, where I push the car. Oh, where you push the car. You are unreal, dude. I was like, my car is on the train tracks. My kids are in the car. I'm going to fucking push my car off the train tracks. And I fucking did. That's what you did. I lifted that fucking car up about five inches to get it off. I can't believe you, Shani. You're literally Herculean. Like, I can't believe it either. Hey, man, that's what moms do. Also zumindest kann gesagt werden, der Reifenplatzer und auch die Reparatur, die gab's, das konnte man nachrecherchieren auf Basis des Reifenreparaturservices, der das gemacht hat. Und beide fliehen dann sozusagen an ihr Endziel. Damit wird erstmal ja das vorzeitige Ende der Shani und Rev oder vor allem Shannys Internetkarriere bedeutet. Witzig an der Eviction Notice Saga ist eigentlich, dass vor allem die Eviction Notice Lie, die wir am Anfang des Videos sehen, wo sie sagt, sie wüsste nicht, woher sie diesen Brief hätte, auch da gibt es einen Ausschnitt, in dem sie eigentlich das bestätigt, dass sie diesen Brief erhalten hat oder die Information, ihre Miete zu zahlen. Ausschnitt folgt hier. There. Beautiful. Doing great here. Good to see you and are in good spirits. Well, I mean, I don't know what's going to happen to me in the last few months. I know it's horrible. Where are you? I think the husband took it. Did he? No, he didn't. I got something from the apartment. So I got the eviction notice, you know. Well, not the eviction notice, more like you need to pay us notice. So, yeah, we got that problem right here.
That's okay. We'll figure it out. I'm a badass woman. I've gone through worse, man, in life. You know, I can do this by myself. It's not like the first time I've done shit by myself. I can do it again. You know what I mean? Ja, und damit kommen wir erstmal zum Resümee von Shani und Rev und dem, was da eigentlich passiert ist. Mittlerweile im Jahr 2022, 2023 streamen Shani und Rev nach wie vor. Shani hat dann ja versucht, über die sogenannten Bathhub-Streams auf Twitch Geld zu verdienen. Also wir haben da ganz groteske Streams dann gesehen, wo Shani nur im BH den Oberkörper schüttelnd über Stunden hinweg streamt. Es hat natürlich nicht funktioniert, also es gibt ja da diese diese rothaarige Twitch-Streamerin, die ja so ähnlichen Content macht, indem sie halt vor allem ja sexualisierten Content macht. Shani hat versucht, sich da irgendwie dran zu bedienen, kann aber natürlich nicht mit der gleichen Überzeugungskraft da dienen wie diese Frauen. Dementsprechend hat es nicht funktioniert. Beide streamen aber nach wie vor. Am Ende stellte Rev mittlerweile Shani auch vor die Wahl, die Kinder oder er. Man mag es kaum glauben, in dem Fall ist es ein Glücksmoment. Die Kinder wurden abgegeben, Gott sei Dank. Es ist aber dennoch bestürzend, dass eine Mutter bereit ist, ihre eigenen Kinder abzugeben für irgendeinen dahergelaufenen Typen, der sie ja auch schon sehr mies behandelt hat, sie ihn aber auch. Also beide schenken sich dann nichts. Es ist trotzdem sehr, sehr bestürzend. Und für mich am Ende kann auch vor allem mit diesem kleinen Ausschnitt, den ich hier mal kurz zeigen möchte. I just need help. At least if you can't help me financially, at least pray for me. At least support me by like getting my videos out there and telling people to subscribe to me something. Something so I could have a little bit of something to survive on, just a little bit. And you don't have to pay anything. You just have to get me out there. You just have to get people to watch me, because I put out the content. I do the work. You know, I've been on YouTube for almost fucking 20 years. And I still haven't gotten the pay that I should get from them. Gesagt werden, dass Shani einfach der weibliche Drachenlord ist. Sie bedient alle Muster, die wir von Rainer kennen. Sie ist permanent oversexualized. Sie giert und bettelt nach Geld. Also dieses E-Bagging, ein Begriff, der in den USA viel bekannter ist und den ich eigentlich auch sehr passend finde. Oder ja, er ist passend. Es ist E-Bagging, also es ist E-Bettlerei, Internet-Bettlerei. Auch das passt zu Rainer. Die wiederkehrenden Verhaltensmuster, die wir da sehen, passen auch zu Rainer. Also dieses Ding von, ich tue ja so viel, ich mache ja so viel, I'm working my ass off. Das ist das Gleiche, wenn Rainer halt sagt, er macht doch so viel und er will doch so viel liefern und er macht doch was und dann passt es doch trotzdem nicht. Und warum unterstützen die Leute den und den, aber nicht ihn? Das ist ein Muster, das wir auch von Rainer kennen und das ich sehr interessant finde, dass sich das in der Art und Weise eigentlich immer wieder bei diesen Leuten zeigt. Also nicht nur eine Shani ist so, ein Rainer ist so und auch Personen, die wir uns in Zukunft angucken werden, sind so. Ich würde heute damit mit dieser Folge meinen kleinen Stopp machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst mir doch mal ein Like oder ein Dislike da oder auch ein Comment oder ein Abo, wenn euch das gefällt. Wir werden uns nämlich in Zukunft mehr dieser Leute angucken. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ich hoffe, dass ihr auch die englischen Passagen verstehen konntet. Wenn jetzt eben einige von euch sagen, hey, ich bin des Englischen leider nicht so mega mächtig, wäre das möglich, irgendwie das zu transkribieren oder jedes Mal zu übersetzen, wenn du solche Ausschnitte einfügst, dann können wir das in Zukunft gerne so handhaben. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Woche, ein gutes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Folge der Maskenrundschau. Medal of...